Ein Bauernhof in Wilhelmsburg bei St. Pölten. Am 12. Februar 1985 macht sich der 20-jährige Josef Kaiser mit seiner Gitarre, ein wenig Geld und viel Überzeugung auf den Weg, die Welt zu bereisen. 10 Jahre und 4 Monate später. Die Grenzstation Berg bei Hainburg. 13. Juni 1995, 15.37 Uhr. Josef Kaiser betritt zum ersten Mal nach 10 Jahren wieder österreichischen Boden. Das ist ein wunderbares Gefühl. Freuen Sie sich, dass Sie wieder... Ja, ich freue mich wahnsinnig. Ja. Nach Hause will er jetzt so reisen, wie er das die letzten 10 Jahre auch gemacht hat, per Autostopp. Die letzten Kilometer bis zu seinem Zuhause geht er zu Fuß. Und dann das Wiedersehen mit seiner Familie nach 10 Jahren. Ist schon hart. Wenn man 4 Buben aufzieht und lieb waren zu uns, so kleine, richtig lieb. Aber jetzt ist es gut ausgegangen. Ja. Das Afrika hat einem schon was anschauen lassen. Aber ich bin eigentlich ganz glücklich, dass er nicht schlecht ausschaut. Als Begrüßungsgeschenk eine Gitarre. Der Rucksack wird zeremoniengleich an den Nagel gehängt. Finito! Und nach Mostviertler Krapfen wird erzählt, in Erinnerungen und tausenden Fotos und Briefen gekramt. Insgesamt habe ich 343 Grenzüberschritte gehabt, weil ich ja oft wieder zurück und so. Ja. Ich bin 24 Mal über den Äquator gereist. Ich habe 14 Fotoapparate verbraucht, 4 Gitarren, 5 Rucksäcke. Ja. Und wie viele Paar Schuhe, weiß ich nicht. Nur einige Stationen der Reise auf Funafuti, der Hauptinsel von Tabalu, am Aconcagua, dem höchsten Gipfel der Anden, bei den Melanesen auf Vanuatu, Abbey Road Crossing in England, in Ecuador, am Nordkap, in Mauretanien, auf den Osterinseln und in der Inka-Stadt Machu Picchu. Finanziert hat er sich seine Weltreise mit Gelegenheitsjobs. Als Weihnachtsmann in Singapur, als Touristenführer in der Antarktis und beim Jodeln im argentinischen Fernsehen. Mitgebracht hat er von seiner Reise um die Welt vor allem eines. Was, glaube ich, der größte Wert ist für die ganzen Reise, war, dass ich vom Pessimisten zum Optimisten geworden bin. Ein Optimist, der sein Glück von nun an zu Hause in Wilhelmsburg suchen will. Auf diesen Tag habe ich langweilig.